Ausrasten ohne Rücksicht. Einen Fernseher zerschlagen, auf einen Toaster draufkloppen, Glasflaschen gegen die Wand pfeffern oder einen Sessel zersägen. Hier im Smash Club in Bonn kann Selin Knott ihre ganze Wut rauslassen. Denn hier ist alles erlaubt. Gemeinsam mit Schwester Denise, Mama Katrin und Freund Marc will sie endlich ihren ganzen Stress loswerden. Den hat sie wohl von der Arbeit. Die Wut kommt eigentlich ein bisschen von den Menschen, von dem Umgang, von dem, was man sich gefallen lassen muss, leider in der Gastronomie, was ja normal ist, und einfach Sachen zu zerstören. Einfach mal die Sachen zu machen, die man normal nicht macht, weil man zerstört ja nicht einfach irgendwelche Sachen einfach so. Die vier verwüsten einen Raum, der sozusagen ein Wohnzimmer darstellt. Stehlampe, Sessel, Geschirr und Flachbildfernseher müssen dran glauben. Abreagieren geht mit Hammer, Baseballschläger und Säge. Vor allem Selin und ihre Schwester geben so richtig Gas. Die zwei Blondinen schlagen, hauen und treten, was das Zeug hält. Zurückhalten muss sich hier niemand. Selin Knott glaubt, dass es ihr was gebracht hat. Ja, ich bin jetzt gelassen. Ich bin jetzt ausgeglichen. Und auch ihre Schwester Denise und Selins Freund Marc fühlen sich gut. Ich habe direkt losgelegt und wirklich einen rausgehauen, aber komplett. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich denke auch, dass es vielleicht mir geholfen hat. Das Konzept des Wutraums kommt ursprünglich aus Japan und den Staaten. Rebecca Zammert hat den Wutraum 2023 nach Bonn geholt. Wenn die Leute zum ersten Mal hier sind, erst haben sie ein bisschen Angst, Hemmungen, die können das noch nicht so ganz. Man hört immer so eine Flasche klirren und ein bisschen giggeln und dann geht's los. Bam, bam, bam. Die Gegenstände bekommt der Smash Club übrigens von Haushaltsauflösungen oder vom Sperrmüll. Die zertrümmerten Gegenstände werden laut Geschäftsführerin nach der Zerstörungsorgie ordnungsgemäß entsorgt. Ganz nach dem Motto, erst wird gesmashed, dann wird gecashed, hat das Ganze aber auch seinen Preis. Kosten für 60 Minuten Wohnzimmerwutausbruch 300 Euro. Egal wie viele Personen. Zertrümmern zum Aggressionsabbau. Als Therapieersatz sollte man das Ganze aber nicht sehen, findet Gerd Höhner von der Psychotherapeutenkammer NRW. Wenn man damit Wutzustände sozusagen Anführungsstriche therapieren wollte, ist das Unsinn. Man kann Wutgefühle eigentlich nur in diesem Sinne vernünftig aufarbeiten, wenn man sich um die Anlässe kümmert, um die Frage, warum und weshalb. Und wenn ich zum Beispiel feststellen sollte, ich habe immer wieder in den gleichen Themen, den gleichen Bereichen besondere Wut und Empfindlichkeiten, dann kann man sich die Frage stellen, warum ist das bei mir so? Ist das eigentlich angemessen? Selin Knott und ihre Truppe finden, der Raum ist trotzdem sein Geld wert. Sie wollen nochmal wiederkommen, denn für die 22-Jährige wurde der Ausrastraum zum Ausrasttraum.